Dr. Thomas Bellut, Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens. Schön, dass Sie heute dabei sind. Gerne. Ich freue mich auf das Gespräch. Vielen Dank. Herr Bellut, seit einem knappen Jahr hat das neuartige Coronavirus die ganze Welt erobert, fast alle Branchen auf der Welt, unter anderem das Wirtschaftssystem, das Bildungssystem sind davon betroffen, aber auch die Medienlandschaft. Ich würde gerne erfahren wollen, wie sich die Corona-Lage im ZDF-Alltag integriert hat. Wir haben uns doch sehr schnell umgestellt, auch an der Produktion zum Beispiel von Nachrichten, wo viele Menschen dicht zusammensitzen. Und es hat außerordentlich gut funktioniert, die Scheiben aufzustellen, Abstand zu halten, zwei Schichten zu haben, die sich nicht ständig sehen. Nein, das läuft in der Praxis besser, als wir noch im März vermutet haben. Und das Schöne ist ja auch, dass das Publikum jetzt zu Hause fest an das eigenen Haushalt gebunden ist, deshalb viel Fernsehen guckt und viel ZDF guckt. Das ist doch schön. Vor knapp 60 Jahren kamen mehr als 2000 Türkinnen und Türken als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland, um sich hier eine Arbeit zu finden, um Geld auf die Seite zu legen und danach wieder in die Heimat zurückzukehren. Aber die Bundesrepublik ist die zweite Heimat geworden. Man hat sich hier eingelebt. Inzwischen, wenn man zurückschaut, gibt es bekannte Sportler, erfolgreiche Akademiker, Wissenschaftler, aber auch viele Personen sind in der Politik aktiv. Meine Frage wäre, wäre Deutschland ohne diese Menschen mit türkischen Wurzeln dasselbe Deutschland? Sicherlich nicht. Ja, es sind ja, man weiß ja gar nicht, wie viel genau zu der Gruppe gehören. Das sind mindestens 3 Millionen, vielleicht auch noch mehr. Je mehr man integriert ist, desto weniger ist man ja zählbar oder erkennbar. Also es ist schon eine sehr große Gruppe, die vor allem in den Großstädten doch erkennbar auch ist. Und Sie haben schon recht, auch in vielen Berufen etabliert, auch im Journalismus. Ja. Und es wird halt über den Namen dann erkannt, aber je länger man da ist, man heiratet vor allem, wenn man den Namen ändert, dann ist es nicht mehr sehbar, aber es bleibt ein Bestandteil auch Deutschlands. Ich glaube schon, dass auch die deutsch-türkischen Beziehungen durch diesen großen Anteil von Menschen mit türkischem Hintergrund anders, inniger geworden sind als zuvor. Deutschland an sich ist ein sehr, sehr wichtiges Migrationsland, Herr Bellut. Zuletzt stand die Bundesrepublik 2015 mit der Flüchtlingspolitik von der Bundeskanzlerin Frau Merkel vor einer großen Herausforderung. Was hat sich Ihrer Meinung nach seitdem geändert? Durch diese Flüchtlingswelle, ja. Ich glaube schon, dass das den Einwanderern aus der Zeit davor erstmal auch ein Problem gemacht hat. Denn auf einmal wurde das Thema Migration durch diese ungeheure Menge von Menschen, die kamen, dann doch stark problematisiert. Das hatte auch Auswirkungen auf die, die schon lange etabliert sind in dem Land. Und ich glaube, dass diese Phase jetzt wieder zu Ende ist. Das war eine schwierige Zeit, ja, für alle mit Migrationshintergrund. Hatte auch bestimmte Stereotypen, Vorurteile wieder hochgespült. Ja. Mein Eindruck ist, dass das jetzt seit diese ersten Integrationsbemühungen für diese Flüchtlinge Erfolg hatten, es ist noch viel zu tun, dass es jetzt auch für das Migrationsthema insgesamt entspannend wirkt. Als Ergänzung zu dieser Frage, wie ist die Haltung ZDFs angesichts der Zunahme von Fremdenfeindlichkeit in Deutschland? Naja, wir sind natürlich sogar von unserer Verfassung, also des ZDF, verpflichtet, diesem Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung von Minderheiten entgegenzutreten. Das ist eine Folge des Zweiten Weltkriegs, als es ja in Deutschland dort eine massive Diskriminierung mit den Folgen zum Beispiel dem Mord an den Juden und anderem gegeben hat. Danach hat man die Konsequenz gezogen, dass Medien nie wieder so etwas fördern dürfen. Und so haben wir so eine Art Verfassung, die einfach festschreibt, dass wir uns auch für das Verständnis unter den Völkern einsetzen müssen, ja, und eben gerade solche Phänomene nicht zulassen dürfen, als ob das ganz normal wäre. Ja, wir werden es aufgreifen, werden darüber reden, aber wir werden es nicht propagieren als politische Position, die jeder einfach so äußern kann. Wie denken Sie, würde die deutsche Gesellschaft reagieren, wenn es eine neue Flüchtlingswelle gäbe? Ich glaube, es wäre sehr schwierig, also wenn es wieder um Millionen ginge. Jede Gesellschaft verliert irgendwann die Kraft auch der Integration. Es kostet ja auch Geld, es kostet Energie. Aber ich glaube, dass das Thema Migration trotzdem
aktuell bleibt, solange die deutsche Wirtschaft so gut läuft und solange es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedarf, überhaupt die Arbeit machen zu können, wird es das Thema Migration geben. Ich glaube aber, dass es jetzt eine Phase kommt, wo man sich überlegt, nach welchen Regeln das stattfinden kann, dass diese kritischen Debatten dadurch etwas eingedämmt werden können. Aber es gab in der Geschichte der Menschheit immer Diskussionen über Migration, über Neues, über Veränderung. Ich glaube, das wird sich nie ganz ändern. Verglichen mit anderen Ländern geht es im Augenblick recht zivilisiert zu, ja, gerade wenn man europäische Vergleiche sieht, Osteuropa zum Beispiel. Also ich bin da eher zuversichtlich, vor allem hat sich ja auch vieles zum Positiven verändert die letzten Jahre, Jahrzehnte. Ja. Die deutsche Wirtschaft hat in der Corona-Krise sich erstaunlich gut gehalten und wird sich auch wieder sehr gut zeigen. Der steigende Rechtspopulismus in Europa ist im Augenblick auf so eine Art Höhepunkt mit der Abwahl von Trump. Glaube ich, wird sich auch hier der mancher Wähler fragen, ob das wirklich der richtige Weg ist. Das nüchterne, sachliche Umgang mit Krisen hat sich eigentlich als das bessere Modell erwiesen. Den Alltagsrassismus in Deutschland empfinde ich als bedrückend. Ja, es gibt ihn nach wie vor in verschiedenen Ausprägungen. Aber ich sehe auch immer die Hoffnung aus der Veränderung der letzten Jahrzehnte. Ja, da gibt es ja viele Beispiele, aber es gibt nach wie vor immer wieder Punkte, wo man sagt, das ist beunruhigend. Ja, wie bestimmte Stereotype auch für Deutschtürken dann benutzt werden, um sie zu diskriminieren. Viel erreicht, aber noch lange nicht den richtigen Zustand. Heute finden sich im Duden auch einige Wörter, die von der postmigrantischen Kultur geprägt wurden, wie zum Beispiel Inshallah, Kismet oder Allmann. Meine Frage an Sie, wie bewerten Sie diesen sprachlichen Wandel? Und denken Sie, dass diese derartige Begrifflichkeiten auch in Zukunft in den deutschen Medien zu hören sein werden? Ja, sicherlich immer stärker. Man merkt es zum Beispiel, am schnellsten sind immer Comedy- und Satire-Sendungen, die Sprachfetzen aus der Migrationskultur aufnehmen. Aber es verändert nach und nach, kommen Inhalte aus den Zuwanderungsländern dann auch in dem eigenen Land an. Und ich glaube auch, die Küche zum Beispiel und anderes, das sind Verschmelzungsprozesse, die ja auch gut sind für eine Gesellschaft. Ich selbst habe ja das zu Hause auch erlebt, dass ich zum Beispiel meine Kinder auch in Türkisch ermahnen kann. Ja. Damals, als sie noch klein waren. Japma, Kalk und anderes, ja. Git, gell, und das, glaube, schleicht sich auch ein, wenn man in Berlin unterwegs ist, hört man ja die Sprachfetzen überall. Es ist einfach eine Veränderung, die es ja auch mit anderen Ländern wie Italien zum Beispiel gegeben hat. Oder auch mit Frankreich. In Mainz sind wir ja dicht an der französischen Grenze. Das finde ich außerordentlich reizvoll. Ihre Ehefrau hat einen türkischen Migrationshintergrund. Wird bei Ihnen zu Hause türkisch gekocht? Ja. Eindeutig. Ich leiste nur einen geringen Beitrag. Das ist dann die norddeutsche Küche. Ja. Nein, es wird türkisch gekocht. Meine Kinder können das auch sehr gut. Vielen Dank, Herr Bellut.